Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 12. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben gesehen, dass du dich für alle Menschen interessierst, für alle Völker, für alle Nationen. Und so glauben wir, dass du auch dich für uns persönlich interessierst. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 1. Mose 11 in dem Geschlechtsregister von Sem und lesen weiter in Vers 20. Regu war 32 Jahre alt, als er den Serug zeugte, und nachdem Regu den Serug gezeugt hatte, lebte er noch 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Serug war 30 Jahre alt, als er den Nahor zeugte, und nachdem Serug den Nahor gezeugt hatte, lebte er noch 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war 29 Jahre alt, als er den Terach zeugte, und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte, lebte er noch 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater im Land seiner Geburt in Ur in Chaldea. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Es ist interessant, dass Gott hier eine lückenlose Chronologie von der Zeit von Noah über Jahrhunderte hinweg hat aufbewahren lassen. Auch wenn wir nicht viele Geschichten kennen aus dieser Zeit, zeigt es uns doch, dass Gott über all diese Generationen gewacht hat. Vielleicht werden wir niemals berühmt werden und vielleicht werden keine großen Geschichten von uns erzählt werden, aber doch kennt Gott uns und hat auch uns in seinem Buch notiert. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Niemand verlässt gern seine Umgebung, die er gut kennt, sein Elternhaus, seine Freunde. Aber wenn wir Gott folgen, können wir ein großer Segen sein. Gott möchte uns segnen. Er möchte dich persönlich segnen. Und zwar, damit du ein Segen wirst für viele andere, nicht nur für deine eigene Familie oder für deinen engsten Freundeskreis. Nein, nur, Abram sollte ein Segen sein für alle Geschlechter auf der Erde. Interessanterweise wollte Gott seinen Namen groß machen. Wir haben ja gerade erst gelesen, dass die Menschen beim Turmbau sich selbst einen Namen machen wollten. Aber Gott sagt: Ich will dir einen Namen geben. Die Namen der Menschen vom Turmbau sind vergessen, aber der Name Abram ist bis heute noch bekannt. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Das war wohl bestimmt eine Enttäuschung, dass dieses Land, das ihm verheißen worden war, bereits besetzt war mit Leuten, wie wir sehen werden, die gar nicht so nett waren. Auch wir erleben nicht immer gleich sofort all den Segen, den wir uns erhofft haben. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, dem erschienen war, einen Altar. Abram wusste, dass seine Frau unfruchtbar war. Und trotzdem hat Gott ihm diese Dinge verheißen. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen
und Ai im Osten hatte, er baute dort den Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. So wie wir das in 1. Mose 4 gesehen haben, er hat sich als ein Nachfolger Gottes zu erkennen gegeben, mitten im Land Kanaan. Danach brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abram nach Ägypten hinab, und um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land, und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist deine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Abram war wohl ziemlich ängstlich, und doch wollte Gott ihn benutzen, um alle Welt zu segnen. Wenn du ängstlich bist, kann Gott trotzdem dich für viel Gutes gebrauchen. Folge ihm heute nach. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, segne uns heute so, dass wir ein Segen sein können für andere Menschen. Und mach uns bereit, dass, wenn es notwendig ist, wir auch unsere liebgewordene Umgebung, Dinge, die uns vertraut sind, verlassen, um dir folgen zu können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Musik.